Ja, willkommen hier auf der Computex 2016. Wir sind bei Be Quiet. Ich habe den Aaron bei mir und der hat ein schickes Gehäuse dabei. Er hat schon gesagt, er hat unglaublich viel zu erzählen. Ich hoffe, er kriegt es ein bisschen komprimiert, dass wir keine halbe Stunde Full Review eigentlich schon machen davon. Ja. Deswegen würde ich sagen, bevor ich zu viel rede, leg los. Okay, also erstmal vielen Dank. Ja, schön, dass ihr da seid. Herzlich willkommen auf der Computex 2016 hier bei Be Quiet. Stimmt, ich könnte verdammt viel erzählen. Wir versuchen das ein bisschen einzudampfen. Ja. Fangen wir einfach mit an, was wir vor uns haben. Das ist Darkbase Pro, die Pro-Variante, Darkbase Pro 900. Es gibt auch einen Darkbase 900. Ja. Unterschiede erkläre ich gleich, aber hier haben wir die schöne Pro-Variante mit dem massiven Glas an der Seite. Das Gehäuse soll dem User maximale Flexibilität bieten durch eine sehr hohe Modularität. Das ist so das, was man auch sehr gut erklären kann. Ne? Wir fangen mal mit dem Mainboard an. Das Mainboard-Tray kann ich in zwei Höhen verstellen, nach oben, nach unten. Kann also bis zu XL ATX verbauen. Ich kann das Mainboard, den Schlitten, rausnehmen. Ich kann es auf den Tisch legen, da sind Gummifüße drunter. Und ich kann es als Benchtable betreiben, wenn ich möchte. Ich kann aber auch einfach nur meine Hardware einbauen, alles testen und danach wieder ins Gehäuse einbauen. Ich kann den kompletten Mainboard-Schlitten invertiert einbauen. Ja, also wenn ich also sage, ich möchte mein Glasfenster an der Seite haben, an anderen, ich möchte die Hardware in die andere Richtung einbauen, ich kann das komplett invertiert wieder zusammenbauen. Die Festplattenkäfige, die meisten Festplattenkäfige, die wir so kennen, sind für vier Festplatten. Ich habe einzelne, also auch wieder modular, und kann die dort einbauen, wie ich möchte. Ja, wir haben hier volle sieben Stück drin, ich kann zwei oben, zwei unten, ich kann gar keinen einbauen, ich kann das frei handhaben, wie ich möchte. Modularität ist auch wichtig in Bezug auf Wasserkühlung. Ja. Wir haben massig Einbauplätze für Wasserkühlung. Geht los bei vorne, 240 bis 420 mm Radiatoren können hier eingebaut werden. Oben sind es übrigens 120 bis 420 mm. Ich kann hinten nochmal einen Radiator haben, ich kann im Gehäuse Bodenradiator, also ich habe massig Platz. Wir bieten von Anfang an eine Halterung für die Pumpe mit, für den Ausgleichsbehälter ebenso. Also es ist für alles eigentlich gesorgt, um eine Wasserkühlung vernünftig verstauen zu können. Das ist so dieses Thema Modularität. Ja, es sind noch ein paar mehr Sachen, aber wir wollen ja das Video nicht zu lang werden lassen. Also würde ich sagen, kommen wir direkt zum nächsten Punkt. Nächster Punkt ist natürlich Lautstärke. Ne? Be Quiet's wichtigstes Thema. Und auch, steckt ihr auch im Namen schon drin? Genau, Be Quiet. Ja. Auch hier haben wir natürlich eine Menge gemacht. Wir haben zweimal den 140 mm Synamix 3 verbaut als PWM-Variante. Mhm. Es gibt keinen anderen Gehäusehersteller, der in der Standardkonfiguration PWM-Lüfter verbaut. Gibt es einfach nicht. Diese Lüfter saugen hier vorne Luft ein. Davor ist natürlich ja, klassisch ein Staubschutz, kann ich abmachen, kann ich sauber machen und so weiter. Die Tür ist aber gedämmt, weil die Geräusche von den Lüftern, die entstehen könnten vielleicht durch Verwirbelung, sollen nicht zum Kunden gelangen, sondern sollen im Gehäuse bleiben. Ja? Das heißt, die Luft wird über diese seitlichen Lufteinlässe ins Gehäuse gesogen und dann hier verteilt. Ich habe viel mehr Gehäuseeinlässe als beim Synapse 800 nochmal. Wir haben oben die Luftauslässe. Mhm. Die Luftauslässe sind auch ein Be Quiet-typisches Design. Wir sagen L-Form dazu, schallwellenbrechendes L-Design, weil nochmal eine zweite Ebene unter dem Auslass ist. Das heißt, die Schallwellen werden gebrochen, bevor sie rausgehen können aus dem Gehäuse. Und sie sind auch alle hinten. Auch hier wieder Geräuschquellen vom User entfernt halten. Die Lüfter, hinten ist übrigens auch noch ein Synapse 3, 140 mm verbaut. Alle Lüfter arbeiten mit 1000 Umdrehungen und alle Lüfter sind PWM-Lüfter. Wir haben eine Lüftersteuerung verbaut. In der Pro-Variante kann ich damit bis zu 4 PWM-Lüfter betreiben und 4 3-Pin-Lüfter. In der Pro-Variante kann ich die sogar dann ans Mainboard anschließen, ans PWM-Signal und kann alle Lüfter über PWM-Signal regeln lassen oder halt manuell. Mhm. In der einfachen Variante sind es übrigens 3, also 3x 3-Pin, 3x 4-Pin, aber halt nicht über das PWM-Signal, sondern nur manuell. Wir haben das ganze Gehäuse gedämmt. Ja? Auch im Gehäusedeckel, das war vorher nicht so, also Gehäusedeckel ist auch Dämmmaterial. Das Dämmmaterial ist eine Eigenentwicklung von Be Quiet. Das ist also nicht irgendein Standardmaterial, das ist extra so entwickelt worden, um möglichst viel mechanische und auch elektrische Geräusche im Gehäuse zu halten. Ansonsten steht das Gehäuse auf Füßen, die mit natürlich Gummi ausgestattet sind. Die Lüfter sind sowieso entkoppelt durch Gummi. Selbst das Mainboard-Tray, also der Mainboard-Schlitten, ist entkoppelt. Jede Festplatte einzeln ist entkoppelt vom Gehäuse. Ja, also du merkst schon, ja, wir haben wahnsinnig viel dafür getan. Das ist kein Plexiglas oder irgendwas Einfaches, Dünnes. Das ist eine massive Glasscheibe, 4 mm dick, gehärtet, getönt. Und auch da ist ein Gummiring drumherum. Ja, also auch hier wieder jegliche Vibrationsübertragung komplett eliminiert. Wir haben hier ein wesentlich dickeres Material genutzt als auch Konkurrenzprodukte. Wir nutzen bei dem Stahl 0,8 bis 1 mm. Und das Aluminium ist nicht eine Folie, sondern ist auch eine massive Aluminiumplatte.
ging auch gar nicht anders. Also wenn die ersten Leser bei dir oder Zuschauer bei dir das Gehäuse mal testen und auseinandernehmen, oder wenn es muss ja erst auf dem Markt sein, werden sie feststellen, dass alles sehr massiv gebaut ist. Weil wenn du ein modulares Gehäuse haben möchtest, also in der Lage sein möchtest, die Käfige auszubauen, das zu verschieben, Mainboard umzubauen, invertiert, dann musst du eine massive Qualität haben, weil sonst das wackelt dann alles und wird instabil und dann passen die Lok. Also im Endeffekt ist es sehr massiv gemacht deswegen. Unterschiede zur Pro-Variante. Pro-Variante hat diese schöne massive Seitenwand aus Glas. Die Pro-Variante kann vier Lüfter regeln, PWM und 4x3-Pin und über das Mainboard PWM-Signal. Und die Pro-Variante hat LED-Stripes verbaut, mhm. RGB, also mehrfarbig, die übrigens dann hier vorne schön über einen Schalter in der Farbe gewechselt werden können. Weiß, Rot, Blau, Grün, was auch immer du gerade haben möchtest. Und die Pro-Variante hat oben im Deckel einen QI-Charger. Also alle Telefone, die QI-kompatibel sind, kann ich oben drauflegen und kabellos laden. Das war so der Schnelldurchlauf zum Gehäuse. Ansonsten Verfügbarkeit noch. Es ist verfügbar ab Ende Juni. Preise sind 199,90 Euro für die normale Variante, also Dark Base Pro, Dark Base 900. Und die Pro-Variante kostet dann 249,90 Euro. UVP, also das passt sich dann noch dem Markt an. Okay, dann vielen Dank auf jeden Fall. Sehr gerne. Doch kurze Vorstellung, aber es ist ja unglaublich viel, was man dazu erzählen kann. Ja. Ich denke, wir werden wahrscheinlich den Jan einfach mal ein Testmuster irgendwann zuschicken, sobald es da ist. Sehr gerne. Dass er das nochmal richtig auseinander nimmt. Aber es ist auf jeden Fall schon sehr schick. Gerade der QI-Charger oben finde ich natürlich sehr spannend. Cool. Smartphone einmal oben drauf gepackt, kann man laden. Genau. Einfach praktisch. Und sonst hat natürlich Silent hier ganz klar im Fokus. Absolut. Danke dir, Aaron, auf jeden Fall. Wir haben natürlich noch ein weiteres Produkt. Das machen wir jetzt aber nochmal ein extra Video dazu. Also, wenn ihr zuschaut, bleibt einfach dran. Es geht direkt weiter mit dem nächsten schicken Highlight. So machen wir es. Super, danke.